Ja, hi, ich bin's wieder, Dirk mit Balanced Dogs. Und ich wollte heute mal ein kurzes kleines Video machen über die Bleibübung, weil man leider Gottes immer wieder sieht, dass da viele Dinge ja eigentlich mehr kontraproduktiv laufen fürs Bleiben des Hundes, als ja, dass es irgendwie sinnvoll ist. Kleine Videobombe hier, ich liege mal weiter. Wir nehmen den Sunny heute mal. Na? So, was man immer wieder oder oft sieht, ich weiß nicht, ob man das jetzt hört, Sunny. Komm mal hier. Ist so dieses, ja, und am Ende kommt dann meistens so, das bringt wenig, ja. Sinnvoll ist es immer. So, ich bringe den Hund in die Position, die ich haben möchte, ob jetzt Sitz oder Platz ist völlig egal. Und dann erfüllt er ja mein Kommando. Dann brauche ich nicht noch immer wieder weiter diesen Druck aufbauen und sagen bleib, 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 sondern der kriegt einmal sein Kommando, stay, dann drehe ich mich um und gehe dann auch. So, wichtig ist, dass ich den Hund zum Schluss dann einfach da wieder abhole, wo ich ihn abgelegt habe, wo er eben bleiben soll, und ihn dann lobe, wenn er das gut gemacht hat. Good boy, ne? Fine. Ja, well done. Okay. So, und dann kann ich das auflösen. Ja? Nicht den Hund abrufen, weil er dann in einer ständigen Erwartungshaltung ist. Wann kann ich endlich los? Wann kann ich endlich los? Das sieht man so im Hund auch an, der das so gelernt hat oder ja, so falsch gelernt hat quasi. Ne? Also den Hund dort, wo ich ihn in seine Bleibposition gebracht habe, letztendlich dort auch wieder abholen. Dann kann er dort auch ganz entspannt warten, weil er weiß und gelernt hat, ich komme da wieder und hole ihn dort weg. Na? Okay, good boy.